Ich bin Josh Kliemann. Und ich, Christoph Wellbrock. Und zusammen machen wir den Grusel-Podcast Geschichten aus dem Altbau. Wir erzählen euch jede Folge zwei Geschichten über schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse oder unerklärbare Phänomene. Ob die Geschichten wahr sind oder nicht, dürft ihr zunächst selbst überlegen. Die Auflösung der Geschichten folgt immer in der Episode darauf. Also klick jetzt auf das Banner, um keine Geschichte aus dem Altbau mehr zu verpassen. Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Ja, heute mal mit Doppelbildschirm-Setup. Ich kann euch mal gerne hier den Bildschirm zeigen, damit ich auch weiß, was hier abgeht. So, dass ich nicht ständig auf mein Smartphone glotzen muss. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, dass wir hier auf Football Manager 21 zocken, dann liegt er vollkommen richtig. Ja, letzte Mal haben wir ja die Hinrunde beendet und wir sind weit über dem Medientipp, 9. Platz, gelandet. Und wir sind jetzt natürlich auf dem besten Wege, direkt in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Aber ich würde mal sagen, ohne jetzt großartig zu schnacken, spulen wir die ganze Scheiße ein bisschen nach vorne. Zurückhaltende Pressekonferenz. Luca Naumann wurde fertig gescoutet. Den brauche ich aber mittlerweile nicht mehr. Genauso wie Moritz Sprenger. Keine Empfehlungen. Freut man sich doch immer. Luca Schulz, wie hat der sich mittlerweile weiterentwickelt? Noch deutlich Luft nach oben. Manuel Forno Polido. Wie habe ich eigentlich meine Taktik gestaltet? Ah, stimmt, da war ja was. Ja, ich stelle jetzt natürlich auf ein 4-2-3-1 um. Weil, keine Ahnung, komme ich anscheinend am besten mit zurecht. So, Butzen ist dann angreifender Außenverteidiger Roter. Ja. So kann man eigentlich antreten. Mäh. Roter als Ballerobener Mittelfeldspieler und Corbinian Vollmann als Metzeler. Ah, scheiße, ich würde halt gerne ein bisschen anders aufstellen. Okay, kann ich dann doch nicht das machen, woran ich gedacht habe. McKinstry übernimmt eine unterstützende Aufgabe als invasiver Flügelspieler. So guter Breyer bleibt ein äußerer Zielspieler im Angriff. Oder ich weiß nicht, eventuell kann man auch die Seiten tauschen. Oder ist Breyer auf jeder Seite kacke. Und Engel hat es auch nicht unbedingt gut. Okay. Geht jetzt schon so früh nicht nach Plan.
Schießt aus freier Bahn. Nee, gibt's heute nicht mehr. Ballbesitz, stets Geduld spielen, Zentrum fokussieren, ja. Kann man mitarbeiten. Scheiß mal auf die Weitschüsse. Ja, bis jetzt bin ich schon ziemlich zufrieden, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Ich weiß nicht, ist das Ganze so wirklich. Ist das Ganze bei euch so wirklich wie bei mir? Aber andererseits, ich spiele auf einem 144 Hertz Monitor, was erwarte ich? Dresden-Wiesbaden 0:0 ist schon ein bisschen peinlich, wenn ihr mich fragt. Wenn man bedenkt, dass Dresden unser direkter Konkurrent ist und Wiesbaden ganz unten hängt. So, Esdorf wechselt zu Will. Das finde ich gut. Kontrolliert Gegenpressing, ja, ist eigentlich sozusagen mittlerweile mein Go-To-Tool. Bozo Mikulic, stimmt, da war ja was. Ah, ein weiterer Innenverteidiger, ganz ehrlich, nee. Ich brauche nicht noch einen weiteren Defensivspieler. Ich merke schon auf meinem privaten Spielstand, wo ich in der zweiten Bundesliga bin, wie es ist, zu viele Verteidiger zu haben. Einige verlieren daraufhin ihr Potenzial. Andere wiederum muss ich dann wieder verkaufen. Auf lange Sicht ist das halt echt nicht nachhaltig. Aha, Mustafa. Wollen wir mal hier über Christoph Moritz reden? Er ist einfach mal 16. Und Guy Onana, das wird glaube ich mehr oder weniger mal Goldfrüchtchen. Zusammen mit Christoph Moritz. Obwohl, Christoph Moritz will ich da tatsächlich im Sturm einsetzen. Falls er dann tatsächlich irgendwann doch ein so hohes Potenzial haben sollte, dass er sehr gut in der ersten Mannschaft zu gebrauchen ist. Nicht so wie Erik Engelhardt. So, McKinstry, Serual. Ach, der ist bei Hansa Rostock 2. Genauso wie Gani Sevim und Simon Gartmann, die ich aber alle wieder gedenke zu verkaufen. Felix Lohkämpfer. Ah, das war tatsächlich einer
der gefährlicheren Stürmer. Dafür würde ich tatsächlich Patrick Schmidt und hier Sascha Mölders aufgeben. Flo Kämpfer würde diesen Feind zu viel kosten. Daher können wir keine Mittel zur Verfügung stellen. Damit ist die Sitzung beendet. Sie wissen, wo sie uns finden, falls sie über etwas anderes reden möchten. Ja, toll. Heißt also, müssen wir entweder den Transfer so lange verschieben, bis er dann abgebrochen wird. Oder wir zwacken uns hier wieder was vom Budget ab. Gott. Ja. Simon Haubrock. Stefan Lex. Können wir alle wieder wegpacken. Kravi Lara. Vor allem können wir uns gar nicht mal so viel abzwacken. Gerade mal 6.000. Och Gott. Vielleicht kriegen wir ja noch den einen oder anderen Spieler verkauft. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja Bambu Diaby noch was wert. Aber ganz ehrlich, Danny Halton. Madeleine, das ist wirklich die 1-Million-Dollar-Frage. Danny Halton können wir eigentlich wieder verkaufen. Wenn ich das müsste, dann könnte ich ja endlich den Weltfrieden herstellen. Bentley Baxter Barn können wir verkaufen. Der sieht es ja nicht sofort, dass du das. Aha, Angelo Meyer können wir direkt wieder verkaufen. Mit dem Sex zu haben. Max Reinthaler. Werden wir glaube ich, erst hier verleihen und dann verkaufen. So. Angelo Meyer. Den bieten wir noch hier fein an. Zack, nicht angegeben. Luca Horn. Der wird bei uns gar keine Einsatzzeiten bekommen. Das war tatsächlich auf meinem eigenen Spielstand einer der wenigen Spieler, die sich durch eine Leihe verbessern konnten. Vielleicht wird das dieses Mal auch so. Taron Ivanov. Das sind alles Spieler, die ich eigentlich in die zweite Mannschaft schieben würde. Schärf würde ich obendrein auch noch verleihen. Johannes Krell würde ich wahrscheinlich hier lassen, falls mir hier Cesare Mischter wegfällt. Nico Mladic will ich eigentlich sehr gerne verkaufen, weil ich, dass er mir diese Saison halt echt nicht viel gebracht hat. So, Maurice Littka. Ja, würde ich halt auch gerne verkaufen. Beziehungsweise erstmal verleihen. Und mir erstmal einen Überblick verschaffen, wer halt generell erstmal so Bock hat, den zu holen. Ja, und Lukas Scholz ist schon bei den Sportfreunden Lotto. So, Erik Engelhardt wird auch verliehen.
Allerdings mit 50% Gehaltsbeteiligung bis Ende der Saison. Verein anbieten. Bam. Rocco Reitz ist auf Leihe hier. Aaron Herzog. Ich halt ungern verleihen, dadurch, dass ich halt noch die Vertragsklausel irgendwie triggern möchte. Jordi Tabor können wir verkaufen. Warte mal, Jordi Tabor. Wo hat er alles gespielt? DHSC. In der Samstag Liga A. In der Sarada. Dann in der dritte Divise Sarada. Also die dritte niederländische Liga. Top Os war dann in der Kolken Campione Divise. Ui. Jonesman HD. Danke für den Follow. Boah. Hat mich der Alert jetzt ein bisschen erschreckt. Sneaky, hab ich mir sagen lassen. Ja, zweite niederländische Liga. Aha, er hat tatsächlich mal bei Fortuna Sittard gespielt. Allerdings noch in Zeiten von Kolken Campione Divisie. Das ist halt auch. Wieso habe ich mir Leute geholt, die rein theoretisch. Die rein theoretisch gerade mal gut genug sind für die zweite. Ich verstehe gerade meine eigene Transferstrategie von damals nicht. So, Jan Löhmannsröben. Würde ich jetzt nicht in der Startelf stehen lassen. Der würde wahrscheinlich auch nicht genügend Einsatzzeit bekommen. Schwierig. Schwierig. Aha, Einwerfer anpassen. Schießen aus freier Bahn. Nein. Nein, nein, nein. Nichts mit überstürzten Angriffen. So, Riedel, die Festung hat sich, ist wieder schwächer geworden. Okay. Dann bleibt er auch die ganze Zeit hinten. Gott, Alter. Echt nicht viel, womit ich arbeiten kann. Den haben wir noch alles so aus der zweiten, die wir rein theoretisch hochholen könnten. Ben Voll als dritten Torhüter. Ganz ehrlich, ein Kolke wird, glaube ich, keiner vorbeikommen. Borstungsmeier vor Leihe zu Fortuna Köln. Und Rostock-Zorn per Leihe zum VfB Eichstätt. Ey, ganz ehrlich, wenn das was wird, go for it. Okay, was, wat? Nehmen wir an.
ganz ehrlich, wenn Luca auch nicht möchte, warte ich auf einen weiteren Verein. Und alle anderen wollen anscheinend nicht verliehen werden. Ah, Jan Schlau drauf. Ne, den werde ich mir nicht holen. Luca Bulizzi. Ach so, der wechselt zu Rostock. Gerade echt los gewesen. Aha. Er hat das Angebot von Chateron abgelehnt. Auf rechts werde ich so Probleme kriegen. Ah komm, ich habe eine Idee. Allen in der Mitte als Metz. Ach. Egal. In dem Fall. Ja, jetzt zurückgezogenen Spielmacher. Kitschi. Kitschi, komischer Verein. In der Premier League von Hongkong. Ah, Macau. Okay. Zayas bestätigt Wechsel zur Eintracht Norderstedt. Boah. Keine Abschiedsworte. Keine harten Gefühle. Spieler können. Mehr. Nee, komm, willst du nee. Wir sind beide aggressiv und verschwenderisch. Aber der MSV Duisburg ist ruhig und undurchdringlich, während wir ruhig und löchrig sind. Wie ein Schweizer Käse.
Okay, jetzt von 20 entfernt. Ach so, Dominik Zyriak und Yannick Becker. Wieso hast du als Frau noch deinen Penis? Genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Fritz. Podcast. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Ich rede hier mit ganz unterschiedlichen Menschen über das Tabuthema, das ihr Leben bestimmt. Klickt jetzt auf das Banner und lasst uns offen und ehrlich hinter die Tabus blicken. Fritz. Haben mit beiden Neuzugang bereits Spieler auf Position. Okay. Yves Debonier sagt, dass ich Miloš Pozorski weiterentwickelt hat. Enttäuscht über den finanziellen Aspekt beim Verkauf von Florian ist auch ganz ehrlich. Was wart ihr von mir? Ich muss halt die meisten halt auch irgendwie hier noch Sachen machen dabei. Alter, ohne Scheiß. Ich hab halt das Gleiche gemacht, was ich hier auf meinem privaten Spielstand gemacht habe. Adam Phillips verpflichtet. Ein recht mittelmäßiger Mittelfeldspieler. Boah, ich mach hier jetzt mal das Licht an. Ganz ehrlich. Da kommt so ein Traum, wie dunkel das hier drin ist. So, Ekin Çelebi. Linksverteidiger. Den Transfer kann ich leider nicht mehr zurücknehmen. Leo Sedou. Vertrag angeboten. Lino Volkmer. Der wechselt halt auch. Nee, kann ich das nicht mehr zurücknehmen? Peter Vogtland, Alter. So, Felix Luke Kemper hängt noch ein bisschen in der Schwebe. Danny Garcia wird auf jeden Fall wechseln.
Was ich persönlich gut finde, sollten wir nicht aufsteigen. Falls mir dann wieder ein nicht zu unterschätzender Teil der Mannschaft wegbricht. Ja, zu einem anderen Verein gewechselt. Ah ja, stimmt, der Reihe hat. Meier geht auf Leihbasis zu Fortuna Köln. Spielberichte erstellen, akzeptieren, Abschiedsworte beim Meier. Scouting Mail Map. Scout Meeting. Jetzt im Keller weg. Vollweg, weg. Enis Benatera weg. Anas Salah Edin. Scouting fortsetzen. So, jetzt nochmal hier alle auf die Spieler aufmerksam machen, die auf der Leihliste stehen. Okay, wenn ich auf jeden Fall loswerden sollte, ist Max Reintaler. Ich meine, 2,9k für einen Spieler, der nicht mal gut genug ist für die Reserve. Also im Sinne von nicht gut genug für die Position des dritten Verteidigers und all der Scheiß. Auf der anderen Seite habe ich Jordi Terborg geholt. So, bei Riedl herrscht Interesse. VfL Osnabrück. Stuart McKinstry. Ah, geliehen von Leeds United, perfekt.
Komm. Eintracht Norderstedt. Jawohl. Tyron Ivanov. Maxiut. Ich nehme das Angebot an. Je mehr Leute Einsatzzeiten woanders finden, desto zuversichtlicher bin ich, dass sie dann irgendwann bei mir eine Rolle spielen. Naja, fast vergessen. Die in der zweiten noch auf der Leihliste stehen. Okay, dann versauen die halt eben alle in der zweiten Mannschaft. Der Niklas Tille. Komm. Mal schauen, wie Hansa Rostock gegen Aue spielt. Also den U19 von denjenigen. So, keine Angebote für 6. Leute. Ah, Tobias Schützenauer. Das ist sogar tatsächlich einer meiner Transferziele. Ja, okay, ich will nichts gesagt haben wegen Torhüter. Aber ich glaube, der Transfer, der wird doch ein bisschen wichtiger sein. Achso, Konstantin in die Schere doch. Weil ich da ausgeliehen werden. Stimmt, da war ja was. Volle 350 Euro. Das volle Gehalt. Zahlt den Konstantin das volle Gehalt. So, und mit etwas Glück. Moment mal. Lukas Scherf. Ich habe Fragen. Vor allem Alexander Scherf, ist es sein Bruder? Jedenfalls. Wenn das so weitergeht, werden wir mit der U19 in die U19-Bundesliga aufsteigen. Ist immerhin etwas. So, was haben die alle für Talente? Natürlich gar keins. Was haben die für Talente? Ja, den Berliner SC, den wollte ich eigentlich mir nicht ansehen. Ich wollte hier Neue Brandenburg anschauen. Warum erregt Wolfgang Detlo! Genau da, wo das Schweigen beginnt. Wolfgang Detlo! Podcast Tabulos. Sprechen, worüber man Fortuna nicht Magdeburger. Mit Claudia Kamit. Ich rede hier mit ganz unterschiedlichen Erzgebirge Menschen Auer. Die haben halt auch nur ein Talent. Klick jetzt, das ist schon 18. Und lasst uns offen und ehrlich hinter die Tabus blicken. It's Fritz.
So, Tore Fuchs, einer meiner Talente. Jan Persson. Tim Fröhling. Das sind alles keine Spiele, auf die ich klicken kann. Fabian Rickert ist halt auch so ein random generierter Spieler. Lüneburger SK Hansa. Und der Heide SV. Beide wollen den als Ergänzungsspieler. Lüneburger SK hat angegeben. Okay, weißt du was? Den Lüneburger SK, den stimme ich zu, und den Heide SV, den lehne ich ab. Damit habe ich dann auch meinen Teil der Vereinbarung gemacht. Moritz Stoppelkamp soll. Aha, auf den soll immer gepresst werden. So, Cesare Mister. Den sollte ich, glaube ich, nicht spielen lassen, so lange ich noch im Aufstiegskampf bin. Auf geht's, Jungs! Zeigt mir, was ihr drauf habt, wenn die Formkurve weiter oben bleibt. Wow, die nehmen das alle überraschend entspannt hin. Ja, komm, den ganzen Scheiß überspringen. Ah, den scheinen wir leider zu gut. Stoppelkamp wirft ein. Er kann den Ball aus der Gefahrenzone klären, aber Kobeja ist wieder Ball. Wird aber von Corbin den Vollmann angepresst. Vermeier am Ball. Er schießt und da ist auch schon das 0:1. Ich glaube, ich hätte tatsächlich Cesare Mister einsetzen sollen. Obwohl ich bezweifle. Dass Cesare Mister sich da unbedingt besser geschlagen hätte. Thiel wirft ein auf Stoppelkamp. Wieder zurück auf Max Thiel. Ach, Marvin Thiel heißt er. Corbinian Vollmann. Und noch Corbinian Vollmann dabei. McKinstry übernimmt. McKinstry flankt, schießt. Was ist das? So, mit dem Finger auf andere zeigen und eine bessere Halbzeit erwarten. Sauer auf Krempitzky. Krempitzky versucht in die Mitte zu flanken, aber Joel
Jamie Allen kann den Ball abfangen. Pascal Breyer auf Nils Botzen. Nils Botzen. Jamie Allen. In die Mitte zu Björn Rother. Corbinian Vollmann. Wieder Björn Rother. Corbinian Vollmann. Patrick Schmidt. Pascal Breyer! Aber Leo Weinkauf kann den Ball noch über die Latte wuchten. Allen in die Mitte. Was war das denn, bitteschön? Und Patrick! Dein Ernst! Ach, Patte! Rosbach ist nur noch mit einer Game. Nein! Wenn er gelb gesperrt ist, ist er nur mal gelb gesperrt. Stoppelkampf. Jamie Allen auf Corbinian Vollmann. Patrick Schmidt auf Pascal Breyer! Er schießt halt einmal Leo Weinkauf an und einmal den Pfosten. Ich werde nicht mehr, Alter. Und ich muss den leider auch schon auswechseln. Obwohl. Ändert sich eigentlich nicht viel. Jetzt wurde es offenbar alles gezeigt, was in ihm steckte. Scheiße, genau deshalb brauche ich ja einen zweiten Rechtsverteidiger. Oh Gott. Na, warte mal, ich stelle Julian Riedl auf Außen und Nils Botzen wird dann für Sven Sonnenberg gewechselt. Reiz kriegt noch hier eine kurze Einsatzzeit und dann haben wir das Spiel auch schon 0-1 verloren. Ich bin einfach nur unzufrieden mit der Leistung. Nein, wisst ihr was? Lass mich in Ruhe. Bonnet Oa Ferro ist gesperrt. Oh. Cool. Dennis Borkowski ist gesperrt. Nein, ist verletzt. Zähne nicht ganz genesen. Beziehungsweise nochmal unsicher. Und Christian Nöte. Unsicher. Brian Koglin. Kann er noch andere Positionen? Tatsächlich rechts.
Skyrim fortsetzen. Niklas Lang. Scouting fortsetzen. Genauso wie bei... Nein. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Wenn ich schon mal in den Vertragsverhandlungen drin stecke, kann ich dann auch mal tatsächlich einen guten Vertrag aushandeln. Oder halt auch nicht, wie es scheint. Boah, jetzt suchen wir erstmal hier noch einen guten Mutterverein. Erstmal Partnerverein und dann Mutterverein. Bam. Und dann kriegen wir auch schon die Absage. Antwort: Vorstandsanfrage abgelehnt. Oh. Und Mutterverein? Joa, nice. Er wird einen Mutterverein gesucht, Leute. Und Nego Mladic ist zurück. Yes. Ist, glaube ich, gut. Alter, das ist jetzt immer noch tief, das gegen den MSV Duisburg in Anführungszeichen nur ein 0-1 möglich war. Vor allem so eine unnötige Niederlage. So, Patte Hasen, bitte. Kostos von Auswahlliste entfernt. Mein Name ist Aki Bosse, ich bin Musiker. Ich bin Maleska, die Sängerin von Boy. Hier ist Fred von Giant. So, Transfer-Meeting. Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Der Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs. Aha, Meeting einberufen, Außenverteidigung und sonstiges. Vom Podcast Radio Detektor FM. Jetzt muss das Vertrag. Läuft aus. Da sollte man sich nach Alternativen umsehen. Ich habe tatsächlich als rechte Verteidiger nur Nils Butzen und Julian Riedel. Und ich musste erstmal noch alles scouten. Wo ist denn der Botoșani? FC, ah, Rumänien. So, Jean-Patrick Strauß. Bam. Und Sascha Wenger. Ach, Regionalliga Nord, also. Ja, trotzdem weitersuchen. Derzeitige Fähigkeiten 3,5 Sterne, potenzielle Fähigkeit 5. So, im Altersbereich von 21 bis 25. Im Altersbereich von 19 bis 25. In Ordnung, machen wir weiter. Dann weitere, die wir hier scouten müssen.
stimmt, da war ja die Sache hier mit George Long. Den habe ich mit in die zweite Bundesliga genommen. Nils Quaschner, Julius Stüker, Simon Handle, Marvin Anjani, Maurice Čović. Schwierig. Ganz schwierig. Ted Tatterbusch. Den Namen, Alter. Schon einer für die Position. Lo Kemper fordert, von der Transferliste genommen zu werden. Nein! Nö, weißt du, ist nicht cool, Mann. Keine Ahnung, warum sehe ich Spotify auf der Seite? Öffnet. So. Scheiße, jetzt habe ich das Gameplay hier verschoben. Ist auf jeden Fall ein Profi im Werk. So, Vincent Vermey. Scouting von Daniel Gabriele. Vincent Vermey gleich hinterher. Scott im Bericht über Saarbrücken. Maurice de Ville. So, und jetzt einfach nur durchskippen bis zum Transferfrist endet in der Woche, yeah. Seine Fähigkeiten sind definitiv genug, um ihn eine Rolle als Stammspieler zu ermöglichen. Wahrscheinlich, Digga. Auch immer die jetzt auf ein 4-2-3-1 kommen.
So, im Matchday werde ich tatsächlich nochmal die Startelf umstellen. Falls da noch der ein oder andere fit ist. Ah ja, stimmt. Immer noch geht auf Leihbasis zu Eintracht Norderstedt. The Coach's Voice. Mhm. Gegneranalyse für Saarbrücken, passiv und eiskalt und sehr und beschäftigt und löchrig. Jörnhoff geht auf Leihbasis zu Eintracht Norderstedt. So, Lukas Böder. Als Transfer zu entfernen. Ein Klassiker. So, das Mentoring stellen wir dann auch irgendwann mal um. Tyron Ivanov geht zu Eintracht Norderstedt. Schützenauer Vertrag erneuert. Bamboo Diaby verletzt. Ist aber scheißegal, weil er eh bis 2022 gesperrt ist. Weil Doping habe ich gehört. Es war doch Doping, oder? Kann ich eigentlich die Leihe von Cesare Mister beenden? Scheiße, kann ich nicht.
Stigelbruck. Deutschlands erste Bundesliga West. Da ist gerade die U19 von Borussia Dortmund ganz vorne. Da wirst du bekloppt. Alle Hits. Oh, Schalke auf Platz 4. Mal Schalke weit oben. Cordula grün. Jetzt auf das Cover. So, dritte Liga. Ja. Oh. Schneider, unzufrieden mit Reiz. Ganz ehrlich, Wolfgang, ist es dein scheiß Ernst? Willst du mich verarschen? Bist du einfach nur verblödet oder bist du blöd? Boah, ich hoffe, Wolfgang, dass du hier nicht mehr aufkreuzt. Denn sonst würde ich sagen, fick dich, nimm hier wieder Rocco Reitz. Geh mir nicht mehr auf den Sack. So, Konstantin Nischeridov. Nischerhorodov. So, Angebot für Großer, für Maximilian Großer. Leider unmöglich. Da wir schon einen Neuzugang haben. Das muss ich mir mal hier einen Überblick verschaffen, wen ich denn alles hole. Also, Schützenauer bricht weg. Volkmar wechselt. Seymour Fünger wechselt. Henry Weigelt wechselt. Safe. Ekin Celebi wechselt. Das sind doch gar nicht mal so viele Verteidiger. Der Vertrag, beziehungsweise der Deal mit Cedo ist nicht zustande gekommen. Silvan Schwegler wechselt. Nächste Saison. Der wird dann mit in der U19 Bundesliga aushelfen. Luca Horn. Versuche ich halt immer noch einen Abnehmer zu finden. In Sachen Laie. So, Adam Phillips wechselt. Sen Keulemann wechselt. Lukas Polizzi wechselt. Ruppel Boom. Ah. Dritte belgische Liga. So. Peter Vogtland wechselt. Dani Garcia wechselt. Und bei Lo Kemper muss ich halt irgendwie noch die 50.000 zusammenkratzen. So,
Dominik Cyriak. Hat keinen Bock mit den Feinden zu verhandeln. Ganz ehrlich. Ist mir scheißegal, was du willst. Du wechselst jetzt. So, Felix Lohkämper muss sich halt echt aufschieben, bis es dann abgelehnt wird. Richard Neudecker. Ja, es ist, ja. Mir fehlt leider nur das Kleingeld. Kvesic. Guter Spieler der dritten Liga. Fitness-Test. Und ab dafür. Lange Abschläge, vorsichtig in den Zweikämpfen. So, und dann schaue ich nochmal hier wegen... Und Cesare Mister kommt dann, bekommt dann noch einen Einsatz. Und ab dafür. So, und los geht die Partie. Saarbrücken erstmal mit 100% Einsatz im Ballbesitz. Müller auf Zeit. Salz wieder zurück auf Müller. Reihe dazwischen und Rote kann den Ball klären. Rote in die Mitte zu Barilla. Barilla nach vorne zu Schindnowski, dieser wieder zu Schleimer. Maurice de Ville am Ball. Außen zu Schindnowski. Schindnowski in die Mitte zu Jakob und er geht nun ganz knapp übers Tor. Putzen wirft ein. Roter in die Mitte. Von Putzen direkt in die Mitte zu Schmidt und Schmidt wirft, passt das Tor. Gegner war es von Mario Müller, immer pressen, ja, bin ich dabei. Patrick Batz. Davor. Fässer auf Zeitz. Wieder zu Müller. Zurück auf Zeitz. Da vorne zu Fröse. Er schießt und Mister kann den Ball am Pfosten vorbeilenken. Es wird Ecke geben. Müller wird die Ecke ausführen.
was da passiert ist. Oh, was war das schon wieder? Oh, Scheiß. So, Herzog kommt für Rote und Scherf für Rosbach. Ja, so können wir uns einigen. So. Natürlich verletzt sich jetzt auch noch jemand. Das Kontingent ist aufgebraucht. Wow. Heißt das, wir sind nur noch zu 10. Es reicht aber dennoch für 0-0. Ja, yeah, so in Julian Riedel als auch in die Sputzen sind gelb gesperrt. Nice. Wieso hast du als Frau noch deinen Penis? Genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Fritz. Podcast. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Ich rede hier mit ganz unterschiedlichen Menschen über das Tabuthema, das ihr Leben bestimmt. Klickt jetzt auf das Banner und lasst uns offen und ehrlich hinter die Tabus blicken. It's Fritz. Thank you.
So, die spielen Patrick Göbel, ja. Ready? Ist das wirklich dein, ey, ist das wirklich der Spieler, mit dem du spielst? Also, Patrick Göbel, ich weiß ja nicht. So, Hede Julius, Kimia. Erste Mannschaft, was haben die, Dings, Stefan Welkoff noch? Leon Schneider, Gino Fechner, Haktab Traoré, Heinz Mörschel, Julius Paris, Patrick Göbel. Ah, Stefan Welkoff. Der hat noch einen Vertrag bis 5,5k, schwierig. Ich kann 4k anbieten. 4,5k, und da bin ich schon einen weiten Schritt nach vorne gegangen. Aus meiner Erfahrung von meinem privaten Spielstand kann ich nur sagen, Stefan Welkoff ist gar nicht mal so übel. Keine Angebote für Horn. Simon Chop. Haben beide einen Neuzugang. Ja. Hat nach Hause mit dir, Kobi. Gerüchte sagen, ich werde mich in Sachen Aufstieg schwer tun. Also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sogar die Meisterschaft ausschließen. Ich meine, es muss schon ein Wunder geschehen, dass ich hier noch 8 Punkte gut machen kann. Ein Vorschlag haben wir. Stuart McKinstry. Berliner Athletic Club. Oh komm, die machen wir auch so fertig. Wunschspieler, ja, ihr werdet schon unmöglich. Ja, wir haben schon
Wir haben schon neue Zugänge. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir brauchen die ganzen Transfers, um in die zweite Liga zu kommen. Nicolas Kühn. Ist denn der überhaupt auf der Leihliste? Nö. Kann ich denn eine Leihe anfragen? Ist eher so die Frage. Nein. Wisst ihr was? Wisst ihr was, was wir jetzt machen? Einfach bis zum übrigen Spiel vorskippen. Strede Mamba. Okay. Sven Mende. Ich will eine Unterstützung. Und ganz ehrlich, diesen Zeitpunkt setze ich auch lieber hier auf Stuart McKinstry und Nick Omladic. Aber scheiße ich ja auf die ach so kleinen Probleme. Ach, und damit hat das Spiel noch nicht mal großartig Probleme. Das Spiel hat nur in dem Sinne Probleme, dass ich hier Farina Pulido nehme. Beziehungsweise Farina Pulido nicht nehme, sondern jemand anderes. Ganz ehrlich, Luca Horn hat auch mal eine Chance verdient. Da kann er auch mal gegen den Tabellenführer antreten. Nee, das ist eher leichtsinnig. Aber ich habe tatsächlich sonst nicht so viele gute Optionen. Moritz Lebka vielleicht noch. Ich weiß, der spielt ja ZOM. Das Problem ist aber, ich habe keine Position im ZOM. Frei. Ah. Gut, so können wir auflaufen. So, Patrick. Also, ich will nicht allzu viele Gefangene machen. Nur will ich jetzt nicht unbedingt Risiken eingehen. Obwohl ich kann eigentlich Risiken eingehen bei Zick ist sowieso nicht drin. Angebot für Hermes. Achso, Lukas Hermes. Da war ja was. Ah ja, stimmt, da war ja eine Zeit, wo ich halt dringend als Ersatz für John Verhoek unbedingt einen Stürmer einstellen musste.
Kamel Antos sehr beeindruckt. Was sich so weiterentwickelt, kann er irgendwann mit 21, 22 in die erste Mannschaft. Aber kein Druck von da. Alex Maron, Gesin. Tore Fuchs. Christoph Moritz. Ja. Christoph Moritz wird in der Wesse. Ich würde so weit gehen, dass ich hier für... Mit dem Rucksack durch Asien oder direkt an die Uni? Feste Beziehung oder Spaß als Single? Selbstverwirklichung oder Geldverdienen? Wäre es nicht schön, wenn man sich manchmal nicht entscheiden müsste? Bewirb dich für ein duales Informatikstudium beim ITZ-Bund und verbinde die Vorteile von Studium und Ausbildung. Alle Informationen unter digital-für-deutschland.de. Ich starte mal anstatt mit Rocco Reitz mit Aaron Herzog. Und das als balleroberner Mittelfeldspieler. So. Man sieht, ich rotiere wieder ordentlich durch. Max Reithallener! Oh nee, wüsste. Kann ich nicht nochmal das Spiel verlassen und reinkommen? Sven Sonnenberg und Max Reithaler, das kann nur abenteuerlich werden. Van Ooyen auf Dorda in die Mitte zu Grimaldi und da ist eigentlich das 1-0, aber es wird aberkannt wegen Abseits. Max Reithaler auf Björn Rother. Björn Rother rechts auf Mottenhaupt. Nico Mladic schon mal. Adriano Grimaldi. Felgenspan. Ja, Felgenspan. Keuke. Keuke die Krake. Kann den Ball noch ins Ausklären. Mörschel. Auf Grimaldi, aber es wird ein Freistoß ausgesprochen für Rostock. Mike Feigenspan heißt er. Oh, kann ich vielleicht nicht hier den Sound ein bisschen leiser machen? Von dem Spiel. Übersicht. Lautstärke. Bestätigen. Schon angenehmer. Dorda auf Mörschel. Zurück auf Patrick Van Ooyen. Adriano Grimaldi und Simon Osterwe. Oh, diese Geschwindigkeit. Und Mike Feigenspan macht das 1-0. Seht ihr diese Überraschung in den Augen? Lämmerwarsch.
Örsche. Auch von euch hin. Kirchhoff, Grimaldi, Borda. Osterwehr versucht es direkt. Es gibt Ecke. Bildflocker. So. Was machen wir jetzt auf links? McKinstry ist fertig. Fix und alle. Ach komm, weißt du was? Geben wir Luca Horn eine Chance. Vielleicht kann er sich beweisen. Seht ihr diese Überraschung in den Augen? So sieht es aus, wenn die Verfolger gegen den Tabellenführer antreten. Nikom Laric! Nikom Laric macht das 1-2 aus der Sicht von Hansa Rostock. Nice. Horn ist schon wieder verletzt. Nö. Das wird das aber nichts mit Aufstieg. Oh nein, Junge! Mädi, ich heiße dich willkommen zum Livestream. Tja. So sieht's nun mal aus, wenn man gegen den Tabellenführer spielt. Und scheiße, ich habe vergessen, Sascha Möller anstatt Patrick Schmidt reinzupacken. Ist das wieder. Und ja, Luca Horn ist verletzt. Seht ihr diese Überraschung in den Augen? Das ist doch echt ein schlechter Scherz. Gleich beim Debüt, gleich beim Pflichtspieldebüt, sich verletzt. Sowas hat selbst ich nicht geschafft in meiner Amateurfußballerkarriere. Die aber auch ein jähes Ende genommen hat, bevor sie richtig begonnen hat. Naja. Oeding auf dem ersten. Ja, du siehst richtig.
Und mit was für einem Abstand? Einfach richtig mindblow. Es ist der zweite Platz hier, die Ingolstadt. Ist 7 Punkte dahinter. Wir haben sogar 11 Punkte Rückstand auf Oerdingen. Und gerade mal 2-3 Punkte auf Dresden. Bonn hat lange gehalten, ja. Dessen sein Verfallsdatum ist schneller abgelaufen als seine Produktion. Uff. Ey, komm, wisst ihr was? Cesari, geh wieder zurück nach Polen und dann zieh ich hier Ben Follow. Oder Luis Klatte. Kommen endlich die Muttervereine. Die Müttervereine. Zweite Bundesliga. Meister. Können wir mal hier sämtliche Einrichtungen ausbauen? Das wäre ziemlich schnieke. Erling hat einfach die dritte Liga durchgespielt. In der Tat, Möti, in der Tat. Ey, und weißt du, was das Schlimmste ist? Die nächsten Matches gegen 1860 München, Viktoria Köln. Erste FC Kaiserslautern, direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf. Da! Ah. Oh Gott. Aber ich hoffe halt wirklich einen großen Stil vom KFC Uerdingen zu bekommen. Stefan Welkoff. Rostock erhält 16.000 für den Jean-Farouk-Deal. Nice. Einfach 8 Tore in 20 Einsätzen. Sowas hat er nicht mal bei Rostock gepackt. Oder bei Duisburg. Oder herzlich ab von Land zu ziehen. Oh, wer ein würdiges Spiel, erinnere mich nicht dran. Hey! Herakles Almelo, wollt ihr noch John Fork haben? Also, ich will ihn gerne wieder zurückkaufen. Mann. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Rupelboom, Alter. Belgiens erste Amateurdivision. Haben wir Mustafa, ganz ehrlich, welche mit denen? Andreas Luske. Mal den scannen wir nochmal aus. Von woher kommen jetzt nochmal die 5000? Ah ja, stimmt, das waren die Leihgebühren.
keine Sorge, SFC Nürnberg. Ich glaube, in einer Saison habe ich bald die benötigten 50.000 für Felix Lohkämper. Oh, ist das Mist, Alter. Alter, das wären harte Spiele gegen München, gegen Köln, gegen Kaiserslautern. Wir sind Perry, Scarlett und Yama. Und zusammen sind wir Queer und Nerdy. Der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Hört uns jetzt alle zwei Wochen, wenn ihr da auf das Banner klickt. Klickt auf das Banner. Klickt das Banner, klickt das Banner, klickt das Banner. Auf das Banner. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Klick auf das Banner jetzt. Es tut mir ja leid, dass ich kein Spotify Premium habe. Ach Gott. Oh nee. Aha! Och nö, ne? Och nee. Das ist jetzt dreist. Sirius geht auf Leihbasis zu. SV Schaldingheim. Was? SV Schaldingheim. Okay. Monatlicher Bericht. Ja. Wichtige Termine im Februar. Ja, und die paar tausend Euro, die dürftest du sicherlich noch locker in der Tasche haben, Rolf. Er würde diesen Verein viel zu viel kosten. Ja klar, selbst die 4.000 hast du nicht. Du alter Geizkrank, Alter. Mann.
Was ein kolossaler Geizkrank. Muss ich halt tatsächlich noch etwas vom Scouting-Budget abzwacken. Ist schon dreist. Ich glaube, ich kündige bald. Dominik Cyriax geht. Jo. Bin ich dabei. Bevor er noch bei mir in der zweiten versaut. Sergio Gucci! Sergio Gucciardo. Okay. Scheint unmöglich. Ja, Neuzugang. Ja, Transfer ist hier entfernt. So einfach ist das. Patrick Leluan, Alter. FC Sion. Nein. Ich will den FC Sion sehen, verdammt noch eins. Ryan Arsop von Welcome Wanderers. Ist das tatsächlich... Alter, wie viele Torhüter willst du mir eigentlich noch aufzwingen? Nein, Vertragsangebot zurückziehen, leck mich! Mann! Ist ja wohl eine bodenlose Frechheit, mir noch einen Torhüter reinzudrücken. Ist das schon schlimm genug, dass ich einen habe, den ich nicht befriedigen kann? Top sind Sachen, die doppeldeutig sind. Maximilian Storm. Storm. Sturm! Wäre ich jetzt nicht so drauf versessen, nein zu sagen. Schärfer leidet Krankheit. Bleib lieber zu Hause. Kann ich ja tatsächlich schon wieder einen halben Kader verkaufen. Jordi Terborg zum Beispiel. Danny Harten. Johannes Kreidel kann ich verkaufen. Tyron Ivanov. Ich werde unnötige Weiße geholt. Rostock wie Bühler verpflichten. Bühler ist nicht bereit, Vertragsverhandlungen aufzunehmen. Schaut ihn diese überraschten Augen. Seht ihr sie? Enttäuscht über die Ergebnisse. Ja, ich bin auch sehr übertäuscht. Übertäuscht vor allem. Komm, wisst ihr, Johannes, geht da wo der Pfeffer hinweg. Geht dahin, wo der Pfeffer wächst. So, wieder etwas vom Transferbudget abzwacken. Irgendwann bleibt der Scouting-Abteilung echt nichts mehr übrig. Jetzt eigentlich rein theoretisch den halben Kader plus sonstige
verkaufen. Fuck. Denver Hume, da war ja was. Geräusch. Gut, für Rickmann. Werder Bremen 2, ne? Ja. Innenverteidiger, 20 Jahre alt. Sag mal, wie viel Transfer... Soll ich mir die ganze Scheiße hier wirklich aus den Rippen schneiden oder was erwartet ihr? Scheiße, wo soll ich jetzt die Kohle von Denver Young? Für Denver Young hernehmen. Ey, alter Schwede! Irgendwann reicht es auch mal. Lukas! Marco Dras. Ah, da hätte ich auch was zu gegen gesagt. Hefele. Jürgen wurde abgesagt. Lo Kemper wurde abgesagt. Ich habe halt absolut keinen Transfer getätigt. Zumindest kein Transfer in den Verein hinein, sondern nur nach außen hinaus. Scheiße, jetzt sind hier die ganzen Leihgebote sowieso wieder überfällig. Aha, Cesare Mister wurde in die Elf gewählt. Ironic. Ganz ehrlich, ich würde gerne einige davon verkaufen. Bis das Ausleihphase endet, okay. Oliver Detlo entwickelt sich gut im Training. Mit Koscielny,
Was hätten Sie von Legia Warschaus Entscheidung, Cesare Mister aufgrund fehlender Einsatzzeit von seiner Leiter zurück zu beordern? Ist deren Spieler und sie können mit ihm machen, was sie wollen. Ich wünsche ihm alles Gute. So, erstmal wieder die Aufstellungsempfehlung. Oh Gott, da ist ja einiges durcheinander gekommen hier. Wo ist der Notfallort? In Ölbegönne am Elbstrand. Hier ist eine Frau. Also die Frau ertrinkt. Und können Sie erkennen, woher die Frau gekommen ist? Die ist aus dem Boot und das treibt hier und ich dachte, die Frau ertrinkt. Okay. Können Sie die Flagge erkennen, unter der das Boot fährt? Ich sehe da keine Flagge. Da ist keine Flagge. Sie müssen schnell kommen, wirklich schnell. Okay. Können Sie die Hautfarbe wenigstens erkennen von der Frau? In Europa unvorstellbar. Im Mittelmeer tödlicher Alltag. Mehr auf wesendaship.org. United for Rescue. Was eins so schön angefangen hat. Er löst sich jetzt einfach nur noch in die Wohlgefallen auf. Frust. Okay. Patrick Schmidt ist verletzt. Bedeutet, ich habe keine andere Wahl, als Sascha Mölders zu spielen. Und dann braucht er sich halt auch nicht wundern. Also ich meine jetzt Patrick Schmidt, dass er dann nicht regelmäßig genug spielt. Bachmann, okay. Weißt was? Da schnacken wir jetzt nicht lang. Ich
Ich habe gesagt, das schneiden wir jetzt nicht lang. Du nimmst diese Kondition und hältst du gefälligst deine Fresse. Dankeschön. So. Björn Rother vom Schlüsselspieler zum Stammspieler und Jakane vom Ersatztorhüter zum Notnagel. Und Erik Engelhardt ist verletzt. Ja, was ein Ding. Tackling, schießt aus Freibahn und Flanken für Schlangen. Also ihm mal raus. Ach, scheiße, Alter. Unterstützende Zielspieler. Scheiße, ich habe keine brauchbare zweite Sturmspitze. Klassisches 4-4-2. Bloß wie ich jetzt hier die Lücken im Mittelfeld schließe. Echt niemanden fürs ZOM.
gerade echt am Rumdoktern in meiner Startelf. Aber ganz ehrlich, wenn sich das auszahlt. So, habe ich zwar niemanden auf dem Flügel. Wie sieht die Situation aus, wenn ich die beiden Flügel nach vorne packe? Und dann haben wir wieder ein 4-2-3-1. Dann ist vorne zwar die Höhle am Brennen, aber hinten sieht das Ganze schon ein bisschen wackeliger aus. Vor allem, weil Rosbach halt nicht alles decken kann. Ja, ich glaube, so können wir am ehesten spielen. Nein, Nick Omladic wird spielen. Ob es euch nun passt oder nicht. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Nee, komm, reicht jetzt. Ich bin gerade etwas zufriedener mit der Startelf, als ich sein sollte. So, kompromissloser Innenverteidiger. Map. Ich bin hier eigentlich nur noch am Rumdoktern. Ich glaube, besser wird's nicht. Okay, Kombinieren Vollmann. Okay, mit Kombinieren Vollmann anstatt Nico Mladic wäre ich einverstanden. Berliner Sportclub 19, Alter. Mit dem Rucksack durch Asien oder direkt an die Uni? Feste Beziehung oder Spaß als Single? Selbstverwirklichung oder Geld verdienen? Wäre es nicht schön, wenn man sich manchmal nicht entscheiden müsste? Bewirb dich für ein duales Informatikstudium beim ITZ-Bund und verbinde die Vorteile von Studium und Ausbildung. Alle Informationen unter digital für deutschland.de.
Aaron Viventi. Nee. Warte mal. Bruh. Die Vereinsdirektoren haben sie darüber informiert, dass es drei Anfragen von Vereinen gegeben hat, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Obwohl die letzte Entscheidung beim Vorstand liegt, ist man neugierig auf Empfehlungen, die sie machen können. Die Teams, die Rostock als ihr Farmteam etablieren würden, sind Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV. Vorschlag abgeben. Ehrlicher Beitrag für Borussia Dortmund an Rostock. 116.000. Ja, das hält uns zumindest ein bisschen über Wasser, wenn man ehrlich ist. Eine Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und dem FC Hansa Rostock wird als ideale Angelegenheit für Borussia Dortmunds Spieler betrachtet, Spielpraxis zu erhalten. Borussia Dortmund kann teilweise Spieler teilweise zum Rostock schicken. Der Rostock geht keine Verpflichtung ein, den Spieler einzusetzen. Die Leihe kann dabei jederzeit von Borussia Dortmund beendet werden. Der Rostock besitzt die Option, ein Testspiel zwischen beiden vorzuschlagen. Das Spiel findet im Stadion von des Rostock statt. Die Einnahmen kommen vollständig deren Kasse zugute. Borussia Dortmund ist nicht verpflichtet, den Vorschlag anzunehmen oder die beste Elf auf den Platz zu schicken. Borussia Dortmund wird dem Rostock einen jährlichen Betrag von 116.000 überweisen. Weil Borussia Dortmund und Rostock in derselben Liga spielen, wird die Zusammenarbeit beendet. Und jetzt Borussia Mönchengladbach. Eine Partnerschaft zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Hansa Rostock wird als ideale Gelegenheit für Borussia Mönchengladbach-Spieler betrachtet, Spielpraxis zu erhalten. Jährlicher Beitrag 57.773. Oh Gott. Immer diese krummen Zahlen. Mika Schröers wäre potenziell verfügbar.
Borussia Mönchengladbach kann leihweise Spieler zum Rostock schicken. Rostock kriegt keine Verpflichtung ein, den Spieler einzusetzen. Die Leihe kann dabei jederzeit von Borussia Mönchengladbach beendet werden. Ja, das Übliche halt. So, potenziell hätten wir einen Mika Schröers. So. Eine Partnerschaft zwischen dem Hamburger SV und dem FC Hansa Rostock wird als ideale Gelegenheit für Hamburger SV-Spieler betrachtet, Spielpreis zu erhalten. Der Hamburger SV kann den Spieler leihweise zu Rostock schicken. Ja, und das Übliche wie immer. Ich lass mal hier den Chat entscheiden. Wen als Partnerverein nehmen? Wird es Borussia Dortmund sein? Wird es Borussia Mönchengladbach sein? Oder wird es der Hamburger SV sein? Wir werden sehen. Ich muss kurz auf die Toilette.
braucht ihr eine Alternative zu besorgniserregenden Nachrichten? Deine Lieblings-FM4-Podcast gibt's jetzt auf Spotify. Weißt du, was das ist? Das magische Auge. Boah. Reality Check. What happened in Russia? In Germany. Ljubljana. Washington. Brussels. Der Filmpodcast. Die schönsten, die lustigsten, die schrecklichsten Filme der Filmgeschichte. Science Busters. In den letzten Tagen war viel zu hören von Zuwachs, von erhöhter Temperatur. Klick jetzt auf das Banner und hol dir deine FM4-Podcasts. Thank you.
Frauen, die richten dann auch immer wirklich oft vor einigen Minuten anhaltenden Orgasmen. Ich dachte halt immer, das liegt an meiner blöden Ex-Freundin. Jetzt kommst du wieder, Miss, ich bin schmerzunempfindlich mit deinen Peitschen daher. Wie ernsthaft, das ist die zweite Folge und du musst dir schon so ein Bild jetzt von mir einfach zeichnen, das gibt's gar nicht, ey. Kitschig und glitschig, euer Podcast über lesbischen Sex. Alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Klick jetzt auf das Banner, um den Podcast zu hören.
Leute, ich lebe noch. Boah, alter Schwede. Ich fühle mich einfach nur leer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, den Chat kann ich entnehmen, dass er gerne BVB als Partnerverein hätte. Würde eigentlich Sinn machen, dadurch, dass ich halt potenziell die besten Talente bekäme. Eventuell. Falls der BVB sich entscheidet, ein paar davon abzugeben. Währenddessen ich beim Hamburger SV tatsächlich die meisten Talente tatsächlich zur Verfügung habe, damit die ich dann auch tatsächlich alle einsetzen könnte. Tatsächlich. Lul. Ah komm, ich scoute sie einfach trotzdem, weil aus Jux einfach. Und dann nehmen wir die Partnerschaft beim BVB an. So, vorschlagen. Zack. Und dann geht's auch schon direkt in das Duell mit dem Sportclub Fair. Gerade innerlich gestorben bin, hier ehrlich bin. Warte mal, was ist der? Bari. Achso, das ist die Serie C. Ah, Partnerschaft mit Borussia Dortmund wurde bestätigt. Nice. Die haben 1 Euro Champions Cup aus dem Jahre 1997, so ist die Champions League. Wurden 8-mal Bundesliga-Meister, das letzte Mal 2012. Einmal Europapokal, der Pokalsieger, einmal haben sie den Weltpokal gewonnen, 4-mal den DFB-Pokal und 7-mal den DFL Supercup. Nice. Mit dem Rucksack durch Asien oder direkt an die Uni? Feste Beziehung oder Spaß als Single? Selbstverwirklichung oder Geld verdienen? Wäre es nicht schön, wenn man sich manchmal nicht entscheiden müsste? Mal schauen, wie ich so in der U19 alles rein theoretisch Vorteile von Studium und Ausbildung. Auf alle Informationen unter digital für deutschland.de. Warum ist das U9? Hä? Hä? Ich verstehe nicht. Die sind doch alle über 19. Hä? Ich bin sichtlich verwirrt. Sergio Gomez. Wen könnte ich rein theoretisch aus der zweiten Liga nehmen? Kolstian Bosniak. Ah, Luca Umbahorn. Very angenehm. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Torhüter, die ich schon irgendetwas hängt mir gerade im Hals.
So. Marcel Schmelzer ist sowieso transferlistet. Das heißt, rein theoretisch könnten wir den auch noch spielen. Den machen wir hier mal im Angebot. Ja, steht nicht zur Leihe, scheiße. Du bist Raschel. Ich brauche im Mittelfeld eigentlich nicht so viel Nachschub. Ich habe jetzt 2-3 Sterne Mittelfeldspieler. Aber ich brauche ein bisschen bessere Verteidiger. Und Henry Wiegelt reicht da nicht aus. Wie schaut's bei Niklas Darts aus? Oder Patrick? Nein. Dominik Gewanner, Steffen Tigges. Ja, der wird safe wechseln. Alabak hier. Er spielt noch den Außen. Dominik Wanner nur links. Steffen Tigges im Sturmzentrum. Schauen wir mal nach. Moritz Bruschinski. Franz Pfanne, was ist das für ein Name? Golbein Birgin Finzon. Okay. Ein neuer Linksverteidiger kann natürlich nicht schaden. Aber ja, wie bereits schon oft gemacht. Erst scouten und dann einfach so nehmen. Ich hab's nur bei Luca Umbauung gemacht, weil musste halt schnell gehen. Beziehungsweise ich brauchte halt eine gute Nummer 2. Wenn nicht sogar eine gute Nummer 1. Langfristig. Lennart Maloney. Malte Wengorowski. Nein, den nehme ich tatsächlich noch nicht. Christian Wozniak. Jan Reckert. Matteo Morey. Miguel Max Schmeling. Alter, immer diese Namen einfach. Aray Ercan. Julius Schnell. Kibarais Marquez. Ah! Nein! Ich wollte bei BVB noch weiter schauen, wenn ich so alles sein könnte. Ja, in der ersten Mannschaft überraschend wenig. Ne? Roman Bürki ist deren erster Keeper.
Den wirklich zu bekommen, wäre schon ein Meisterstück. Aber selbst Marvin Hitz wird schwierig zu bekommen sein. Eigentlich schon komplett unmöglich. Rainier. Thomas Delaney. Thomas Delaney könnte ich tatsächlich gebrauchen. Aber... Dorgan Azar. Ja, den nehme ich, mit dem steigen wir auf. Mit dem steigen wir schon auf. Wäre ein garantierter Superstar. Ey, das wird so safe nicht angenommen. Das wird so safe nicht angenommen. Thorgan Hazard wird wahrscheinlich nicht bei uns landen. Wie schaut's eigentlich mit Dan Axel Zagadou aus? Ach komm, leck mich am Arsch! Nee! Das ist da! Nee! Ich versuch's nochmal bei Marvin Hitz. Oh. Dann werden wir bei Marvin Hitz erstmal ein Vertragsangebot machen. Oh. Marvin! Mit W! Erling Haaland steht tatsächlich erstmal auf der Bank. Ich habe Fragen. Ja, komm, lass den mal nehmen. Ach Gott. Nee, der wird 130%ig nicht genommen. Moritz zieht Aufmerksamkeit bei U19-Sieg auf sich. Nice. Und damit sind wir halt immer noch auf Platz 2 der zweiten U19. Liga. Luca umhauen wird. Oh, tatsächlich wird Luca umhauen. Neu. Tatsächlich wird Luca umhauen. Ausgeliehen. Nein, Sascha mit. Okay, dann Pascal Breyer. Sei aber bitte auch nicht scheiße. Okay, Lesko. Und so geht es los mit Fern. So, los geht die Partie! Jordi, der Borg. Der Borg. Wie lang nach vorne, aber Stöckner kann abwehren. Jamie Allen auf Corbinian Vollmann. Corbinian Vollmann, immer noch Corbinian Vollmann. Er zieht direkt ab, aber Brüsecke kann den Ball abwehren. Es wird Ecke geben. Ausgeführt von Damian Rosper. In die Mitte. Zu Littke, aber Brüsecke hält den ohne Probleme.
aktuell noch Platz 4. Madeleine, das ist wirklich die 1-Million-Dollar-Frage. Robin den Vollmann führt den Freistoß aus! Und er geht nur ganz knapp am Tor vorbei. Pech für Hansa Ross. Das hat ja nicht sofort das Los. Aha, aber warum hat er sich vorgestellt, mit dem 6 zu haben? Warum, da muss doch mehr gehen! Ey, leck mich doch mit eurer Gelbsperre. Mann. Korb. Zurück auf Langesberg. Wieder auf Korb. Zurück auf Langesberg. Lang nach vorne. Aber niemand ist da, also nimmt Rosmarin an sich. Jamie Allen. Es ist Stuart McKinstry. Dieser zurück auf Rote. Dann weit nach vorne zu Damian Rosbach. In die Mitte zu Litka. Brüsicke hält. Brüsicke hält zum Zweiten. Aber beim Schuss von Corbinian Thurmann kann ihn nie. Kann niemand den Schuss blockieren. Hansa Rostock 1. SC Verl 0. Boah, aber man muss doch sagen. Brüsicke ist heute on fire. Ist das der Korb? Nee, ich denke, dass es der Korb ist. Allen fällt aus. Aber das wird nichts. Ist das der Korb, von dem ich denke, dass es der Korb ist? Nein. Aber an Sascha Korb gedacht. An Julian Korb meinte ich. Entschuldigung. Stuart McKinstry klärt Maurice Littger mal. Immer noch Maurice Littger. Maurice Littger! Er schießt und verpasst das Tor und ganz knapp! Ritzka wirft einen auf Kurt. Wieder Ritzka nach vorne zu Elgin Iberim. Aber Mockenhaupt kann den abschirmen. Wieder zurück auf Kolke und dann nach vorne zu Damir Rosbach und zu Stuart McKinstry. Zurück auf Riedel und lang nach vorne. Stellt man mal. Brüsicke, der heute ein gutes Spiel gemacht hat. Auf Rostock. Und damit ist die Partie zu Ende. Hansa Rostock 1, der Sportclub Verl 0. Ja, könnte durchaus schlechter sein. Ja, und damit sind wir wieder auf dem Playoff-Platz. Thielemann möchte Konzentration wahren. Nice.
Rostocks Ausleihe wurde von Hazard abgelehnt. Was für eine Überraschung. Jawohl, damit bleiben wir auch bis auf weiteres auf dem Playoff-Platz. Nice. Scouting-Auftrag abgeschlossen, Außenverteidiger. Von vorne. Immer wieder von vorne. Derzeit auf dem Niveau eines Spielers der Regionalliga. Nee, ganz ehrlich, der würde bei uns zum Verein verenden. Obwohl andererseits. Nee. VfB Oldenburg 2, Alter. Ich glaube, ich werde noch ja, das Spiel gegen TSV 1860 München machen und dann würde ich auch den Livestream für heute beenden, zumindest. Wieso wieder 4-3-3 breit? Alles wieder umstellen. Oder ich würde mal vorschlagen, wir belassen es mal für heute. Und ich mach euch dafür den Vorschlag, dass wir morgen weitermachen an diesem Punkt. Aber Deal, ich glaube, wir waren im Deal. Ja. Dann sind wir am Ende des Streams angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr das jetzt im Video von seht, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf Twitch und Twitter, um keine Streams und Chill-Pause nicht mehr zu verpassen. Checkt den Link in der Videobeschreibung ab wegen
Instant Gaming. Dort bekommt ihr Games günstiger. Ich bekomme eine 3%ige Provision, ohne dass ihr einen Cent mehr bezahlen müsst. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch morgen wieder einschaltet. Bis dann und ciao.